Jeden Sommer wird hier das Mittelalter lebendig. Ein Spektakel, zu dem bis zu 9000 Zuschauer pro Aufführung kommen. Nicht nur wegen der Actionszenen und der herrlichen Kulisse, sondern oft auch wegen ihm. Du lebst in der Fremde, hast Sehnsucht nach Heimat und alles um dich ist nur fern. Du denkst an die Menschen, du denkst an die Freunde, an alles, was du grad verschenkst. Du gehst in die Gassen, siehst leere Gesichter. 12.58 Uhr am gleichen Tag. Mit diesem Auto sind Wolfgang Lippert und seine Frau Gesine auf dem Weg zu einem Interviewtermin. Und wir haben uns genau so ein Auto beschafft. Gleicher Typ, gleiche Farbe, gleiche Ausstattung. Das parken wir jetzt neben dem von Wolfgang Lippert. Ein Freund von Lippi hat uns mit dem Zweitschlüssel versorgt und damit wird jetzt Lippis Auto gekapert und weggefahren. Eine knappe Stunde später ist das Interview vorbei. Der Journalist Wolfgang Lippert und seine Frau verlassen nichtsahnend das Restaurant. Geht nicht auf. Aber Sie sind doch vorhin mit dem Auto hierher gefahren, ne? Ja. Ja, ja. Ich habe auch gesehen, dass der hier, guck mal, der hat hier so ein Klima. So ein. Hallo? Hallo. Ja, natürlich. Warum fragen Sie? Weil wir unser Auto hier vorhin hingestellt haben auf die Stelle. Das ist der Schlüssel. Ja, aber den habe ich jetzt gerade geöffnet. Das ist mein Auto. Ja, Entschuldigung. Dann muss es irgendeiner. Das wird sich schon gleich aufklären, hoffentlich. Meinst du? Naja, wie soll das sonst sein? Aber auf jeden Fall, wisst ihr, ich bin schon, als ich rausgekommen bin, habe ich so gedacht, haben wir so einen Aufkleber da dran, so ein Autobahn-Dings von 07? Na, jedenfalls ist jetzt unser eigentliches Auto weg und das, was so ähnlich aussieht, ist jetzt auch weg. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann sie nach Halsweg fahren. Wir können die Polizei holen oder wir machen. Polizei ist auch nicht schlecht, oder? Keine Ahnung. Während Wolfgang Lippert schon mit der Polizei telefoniert, taucht das gestohlene Auto plötzlich nochmal auf. War das? Wir haben doch da gesessen. Ja, das war er. Oder war das die Dame? Nee, das war unser. Und jetzt, wie gesagt, und jetzt sind die hier einfach, jetzt ist einer hier mit einem tierischen Zahn, Affenzahn hier lang gefahren und hat ist mit unserem Auto weg. Da scheint Eile geboten. Die Polizei kommt mit Blaulicht. Tag erstmal. Tachchen. Wir waren hier verabredet und sind mit einem Murano, mit einem Kölner Nummernschild hierher gefahren und wollten dann wieder raus. Also sind wieder rausgegangen, weil wir mit dem Interview fertig waren. Und da passte, also ging mein Schlüssel nicht und auch dieses Nummernschild war plötzlich ein anderes, also ein anderes Auto stand da. Und plötzlich fuhr unser Wagen, den wir vermisst haben, aus dieser Richtung hier lang, irgendwie mit einer ziemlichen Speed hier so durch. Moment, wann war das? Mit einer Frau am Steuer. Wann war das? Vor 5 Minuten. Naja, das müssen wir nur gleich wissen. Ja. Dann müssen wir eine Fahndung rausgeben. Das wäre ganz gut. Kennzeichen, haben wir dann Kennzeichen? KEI 1247. Ja, ich bräuchte erstmal Ihren Namen. Wolfgang Lippert heiße ich. Wolfgang Lippert? Mhm. Der Wolfgang Lippert? Na, also, ich weiß ja nicht, wie viel es davon gibt, aber. Ach so, nee, ich habe Sie jetzt nicht erkannt. Ach so. Bisschen nass. Ja. Sagen wir mal so, Wagen ist in der Fahndung. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Wagen finden, ist noch relativ hoch. Die Kollegen sind benachrichtigt. Ja, Insel, einfach Rügendamm hoch. Ja, alles klar. Mhm. Dann, ja, gut, Wiedersehen. Bis zur Vorstellung am Abend ist das Auto nicht wieder aufgetaucht.
Es wird immer noch danach gefahndet. Moral ist nur ein Inbegriff, gemauert nicht in Stein. Moral, man aus dem Napf nicht frisst, man trinkt sie nicht wie Wein. Und ist das Morden noch so groß, als es sich zu bedanken. Es ja. Was war das denn? Wer hat mein Lied so zerstört? Was ist denn das? Polizei. So, meine Damen und Herren, ich wollte mal kurz unterbrechen, um das mal aufzuklären. Also dem Herrn Lippert wurde heute das Auto geklaut. Mir ist mein Auto geklaut worden. Entwendet. Heute. Und wir haben gerade die Meldung gekriegt von der Polizei, dass sie dem Täter dicht auf der Spur war. Das konnten sie gerade sehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, Libby, was machen wir? Machen wir das weiter? Fangen wir nochmal von vorne an? Ja, von dir aus? Aber du musst nicht nach hinten laufen, warte. Ja, doch, geht's los. Ich geh nochmal nach hinten. Aber das war wirklich mein Auto. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Ihr könnt ja mitsingen, ihr kennt ja den Text jetzt schon. Gemauert nicht in Stein. Die sind schon wieder da. Der ist legitim. Man braucht ja die Gefühle. Den. Herr Wachtmeister. Kommissar Krüger, hallo. Der ist übrigens. Tut mir leid, dass Sie stören. Die Fahndung läuft auch auf, du. Ja. Wir haben den Mann. Wir haben den Mann. Aha. Wir müssen weiter. Okay. Ist ja wie bei Polizeiruf 110. Gib Gummi. Hoffentlich hat er Allrad. Was machen wir denn jetzt? So, Libby, was machen wir? Ich weiß nicht, nochmal singen? Ja, ich glaube, wir machen es nochmal. Ja? Da müssen wir aber unser Publikum fragen. Möchten Sie das Lied nochmal hören? Danke. Jetzt können Sie aber wirklich langsam mitsingen. Gemauert nicht in Stein. Moral, man aus dem Napf nicht frisst, man trinkt sie nicht wie Wein. Der Mord, ich hoffe, ja. Wer ist denn das? Ich habe gehört, ich krieg hier eine Belohnung, wenn ich dir dein Auto bringe. Frank, mein Lieber. Lippi, mein Freund. Oh Mann, das ist ja schön. Oh Gottchen, du bist der Bösewicht. Wir haben dir das Auto geklaut. Und ich wollte nur sagen, es ist alles in Ordnung. Du musst bitte die Schwester einen donnernden Applaus für Mr. Frank Elsner. Hallo, guten Abend.